Die Erde, 700 Jahre in der Zukunft. Das außerirdische Schiff, das wir Traveler nennen, hat uns ein goldenes Zeitalter beschert, voller technischer Errungenschaften und Entdeckungen. Unsere Zivilisation konnte immer weiter expandieren und mit der Kolonisierung ferner Planeten beginnen. Niemand weiß, wo der Traveler herkam oder warum er hier ist, doch unter seinem Schutz konnte endlich Frieden einkehren. Doch dieser Frieden sollte nicht lange halten. Irgendetwas hat uns getroffen und schließlich zum Zusammenbruch geführt. Unsere Rasse wurde fast vollständig vernichtet. Die wenigen, die sich retten konnten, verdanken ihr Leben dem Traveler, der sich für uns geopfert hat. Mit vereinten Kräften konnten wir schließlich einen sicheren Rückzugsort errichten. Die letzte Stadt unserer Zivilisation. Unter dem Schutz der mysteriösen Sphäre beginnen wir unseren Aufstieg, um das zurückzuholen, was einst uns gehörte. Drei verschiedene Rassen haben sich nach dem Zusammenbruch unseres goldenen Zeitalters zusammengetan, um gemeinsam zurückzuschlagen. Destiny lässt euch euren Guardian aus drei Rassen wählen. Menschen. Während des goldenen Zeitalters gewann die Menschheit zunehmend an Respekt und Bedeutung. Die Kräfte des Traveler verhalfen uns dazu, neue Planeten zu erkunden und uns neues Wissen anzueignen. Die Designidee für Menschen in Destiny wurde vom Militär, Sportlern und Actionhelden beeinflusst. Sie sind tough und unkompliziert. Awoken. Die Awoken oder Erwachten stellen noch ein großes Mysterium für uns dar. Ihre Herkunft ist uns unbekannt. Wobei man sagt, dass manche Menschen nach dem Zusammenbruch für immer verändert wurden und erwacht sind. Die Haut der Awoken schimmert in hellem Weiß. Eine Designentscheidung, die sich von Elfen, Vampiren, Geistern und Engeln ableitet. Exo. Eine von zahlreichen technischen Errungenschaften des goldenen Zeitalters waren intelligente Maschinen mit eigenem Bewusstsein. Ihr ursprünglicher Zweck ist uns unbekannt. Wir wissen lediglich, dass sie nach dem Zusammenbruch ohne ihre alten Erinnerungen wiedererweckt wurden. Bungies Inspiration stammt von Untoten und Cyborgs. Nach momentanem Standpunkt wird die Wahl eurer Rasse keinen Einfluss auf Gameplay-Aspekte haben und lediglich eine kosmetische Entscheidung darstellen. Die Wahl hängt also ganz von eurem Geschmack ab. Ein Face-Editor lässt euch eure Entscheidung dann nach eurem Willen gestalten. Neben Gesichtszügen und Haaren sind sogar Tattoos und Bemalungen möglich. Das Grenzland außerhalb der schützenden Mauern unserer Stadt wird von 5 feindlichen Rassen regiert, allesamt tödlich und unberechenbar. Fallen. Einst von edler Herkunft streifen die Fallen nun wie Nomaden durch die Galaxie. Ihre Gesellschaft ist in mehrere untereinander verfeindete Clans gespalten. Man sagt, sie haben jeden Planeten und jeden Mond, der einst uns gehörte, für sich besetzt. Bis jetzt können wir die Fallen in 3 verschiedene Klassen aufteilen. Drax bilden das Fundament der Fallen-Armee und den Abschaum ihrer Gesellschaft. Als Bestrafung wurden ihnen 2 ihrer 4 Arme entfernt. Sie gelten als unehrenhaftes Kanonenfutter. Drax werden meistens mit Schockdolchen und leichten Pistolen anzutreffen sein. Vandals gelten auch als Herz der Fallen-Armee. Im Gegensatz zu den Drax sind sie mit leichter Panzerung und Waffen auf größere Reichweite ausgestattet. Fallen Captains stehen an der Spitze der Kommandokette und führen jeweils größere Gruppen aus Standardeinheiten an. Neben ihrer bulligen Statur und ihrer schweren Panzerung sind sie mit Schilden und 2 mächtigen Energiesäbeln ausgerüstet. Die Fallen setzen zudem Schwarmroboter als Unterstützungseinheiten ein. Shanks sind fliegende Angriffsdrohnen, die feindliche Einheiten zerstreuen sollen. Cabal. Gleichzusetzen mit dem römischen Imperium zieht sich die militärische, industrielle Herrschaft der Cabal durch unser Sonnensystem. Ihr Erscheinungsbild gleicht entfernt dem Aussehen von Nashörnern in gewaltigen Plattenpanzern. 4 verschiedene Cabal-Klassen sind uns bekannt. Legionnaires sind Standard-Fußeinheiten der Cabal. Oftmals sind sie mit metallenen Schildern ausgerüstet, um ankommende Projektile abzuwehren. Centurions sind mit Jumpjets ausgerüstet und daher deutlich wendiger als der Rest der Cabal-Truppen. Sie können aus allen möglichen Winkeln einfallen. Die größte Gefahr stellen wohl Gladiators dar. Sie tragen die schwersten Körperpanzer und gewaltige Gatling-Guns mit sich. Zudem haben Gladiators meist eine Truppe aus Legionnaires als Unterstützung bei sich.
Cabal-Dropships werden durch Psions gesteuert. Obwohl sie die körperlich schwächste Einheit des Imperiums sind, können sie Gebrauch von psychischen Kräften machen und sollten daher nicht unterschätzt werden. Hive. Eine Rasse aus untoten Schwarmkreaturen, die das Universum in sarkophagenähnlichen Schiffen bereist. Herkunft und Kultur der Hive sind unklar, obwohl wir Zusammenhänge zwischen ihnen und dem Zusammenbruch unserer Zivilisation feststellen konnten. Eine große Konzentration der Untoten hat sich in das Herz unseres Mondes eingegraben und den Hellmouth errichtet. Die Hierarchie der Hive lässt sich in 5 Klassen gliedern. Thralls stellen die Arbeiterklasse der Hive-Kultur dar. Sie tragen einen krustigen Panzer, der mit ihrem Fleisch verwachsen ist, und greifen ausschließlich im Nahkampf an. Trooper sind mit Energiewaffen ausgestattet, die vermutlich glühende Klingen verschießen. Sie sind die einzigen Truppen, die auf Entfernung zum Einsatz kommen. Die Elite-Soldaten der Untoten, auch Knights genannt, tragen mächtige glühende Säbel mit sich und sind in verworrenen Körperpanzer gehüllt. Wizards scheinen sich an der Spitze der Hive-Hierarchie zu befinden und kommandieren sämtliche andere Einheiten unter sich. Im Gegensatz zu den anderen Truppen weisen Wizards keine hervorstechenden Nahkampffähigkeiten vor. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf Krafteffekte. Die bei weitem größten Hive-Bestien werden Ogre genannt. Ogre sind enorm kräftige Giganten, die Opfer entweder zertrampeln oder durch Energiestrahlen ausschalten. Vex. Vex sind zeitreisende Maschinen, die über Warp-Gates in unsere Galaxie gekommen sind. Die Cyborgs scheinen eine Struktur auf der Venus zu entstammen, die wir Citadel nennen. Trotz ihrer robotischen Erscheinung tragen sie organische Komponenten in sich. Vex lassen sich bis jetzt in 5 verschiedene Einheiten kategorisieren. Goblins werden am häufigsten im Vex-Territorium anzutreffen sein. Ihre schiere Masse wird zu einem ernstzunehmenden Faktor im Gefecht. Hobgoblins können als fortgeschrittene Goblins beschrieben werden. Sie sind tougher und heben sich durch ihren Schweif vom Rest der Vex ab. Minotaurs weisen die größte Kampfkraft und größte Schadensresistenz auf. Sie haben weitere Schultern als die restlichen Einheiten und machen im Nahkampf durch ihre Klauen größeren Schaden. Außerdem haben die Vex 2 Klassen von Lufteinheiten zur Verfügung. Harpies sind kleine Schwarmdrohnen, die mit enormer Geschwindigkeit in und aus dem Kampf flüchten können. Hydras hingegen sind fliegende Kampfplattformen mit mehreren segmentierten Geschütztürmen. Im Gegensatz zu sämtlichen anderen Gegnerrassen sind Vex immun gegenüber Kopfschüssen. Ihre verwundbare Stelle, der Energiekern, liegt im Torsobereich. Wird der Energiekern zerstört, zersplittert der gesamte Wirt in weißer Flüssigkeit. Wir konnten zudem bereits unterschiedliche Beziehungen innerhalb der verschiedenen Rassen ausmachen. So scheinen gewisse Clans der Fallen mit den Vex zusammenzuarbeiten, während die Cabal ihnen feindlich gesinnt sind. Dark Army. Informationen über die mysteriöse 5. Rasse sind rar gesät. Anlass zu den folgenden Vermutungen hat uns diese offizielle Concept Art gegeben. Das Bild zeigt Vex, Fallen, Cabal, Hive und die 5. uns noch unbekannte Rasse. Ein Zitat vom ehemaligen Bungie-Mitarbeiter Joe Staten lässt uns vermuten, dass sie als dunkle Armee bekannt sind. Zitat: Stell dir vor, du erkundest eine verlassene Mondbasis und bemerkst Risse im Boden, aus denen Lichter flackern und Nebel zickert. Und dann stell dir vor, du folgst einem dieser Risse und triffst auf einen gigantischen außerirdischen Hellmouth, der die Mondoberfläche spaltet. Und dann stell dir vor, du folgst einem Pfad, der dich immer tiefer in die versteckte Festung führt, in der eine dunkle Armee von Eroberung und Verderbnis träumt. Aber darüber darf ich noch nicht sprechen. Der Hellmouth hängt nach bisherigen Infos zwar mit den Hive zusammen, allerdings hören die Infos hier noch nicht auf. Auf der Concept Art ist eine Kreatur neben einer Säule aus dunklem Nebel zu sehen. Darüber einige Dreieckstrukturen. Eine weitere Konzeptart passt hierzu. Die Dreiecke könnten eine Flotte aus diesen Pyramidenschiffen darstellen, die ebenfalls von dunklem Nebel an der Unterseite begleitet wird. Wenn wir die Idee mit dem Nebel weiterverfolgen, stoßen wir auf diese Kreatur, die den Nebel heraufzubeschwören scheint. Ebenso dieses Bild. Fallen und Cabal-Einheiten scheinen unter dem Einfluss einer höheren Macht zu stehen. Um nochmal auf Statens Zitat zurückzukommen. Das flackernde Licht, die versteckte Festung, die Beschreibung passt zu diesem Bild.
Was die Dark Army letztendlich ist, können wir noch nicht genau bestimmen. Jetzt heißt es warten. In der nächsten Episode. Destinys Waffen. Die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten. Und die Zusammenstellung eures Loadouts.